Im ersten Teil der Cinematics Tutorial Serie bereiten wir jetzt erstmal die Map vor. Wir kümmern uns um visuelle Effekte, wir kümmern uns um Standardeinstellungen im Viewport, im Sequencer und so weiter. Und auf Patreon-Wunsch starten wir mit dem Camera Rig Crane. Das ist dieser Videokran, den man immer in den Making-ofs und so sieht, wo eine Kamera dran hängt und so weiter. Wir gucken uns an, wie der aussieht, was er so kann und bauen mit dem dann eine kleine Sequenz. Jede einzelne Sequenz, die in dieser Tutorial Serie gebaut wird, ist Teil eines großen Films. Das heißt, auch in dieser Sequenz fliegt eine Drohne rum und der Murdoch aus Paragon läuft über eine Straße und so weiter und es gibt dann so eine Überblendung halt und jede einzelne von diesen kleinen Sequenzen wird dann am Ende zusammengefasst in einen großen Film. Das wird dann nochmal ein eigenes Tutorial und dieser Film wird dann exportiert. Die Projektdateien zu diesen Tutorials können sich Patrons natürlich wie immer runterladen und das nächste Video zu dieser Serie kommt nächsten Sonntag und da geht es dann um den Camera Rig Rail, also dieses Schienensystem, was man so kennt. Und los! Voice Recognition Authorized. Bevor wir jetzt starten, kümmern wir uns erstmal um die Map und machen die ein bisschen schöner. Alles, was ich hier benutze, ist wie immer kostenfrei über den Marketplace runterladbar. Und du kannst natürlich auch wie immer über Patreon ab 1 Euro meine Projektdateien runterladen und selber benutzen. Fangen wir mit der SkySphere an. Hier ist eine drumherum, deswegen können wir die Sonne auch nicht sehen, beziehungsweise hier den Kegel nicht oder nur im Ansatz. Die SkySphere brauchen wir nicht, deswegen löschen wir die einfach weg. Ich will hier ein bisschen Sonnenauf- und Untergangsstimmung haben und auf jeden Fall auch so ein paar Shots von hier schießen. Deswegen bringe ich meine Kamera einfach dahin, wo ich denke, dass es irgendwie passt. Drücke dann wieder Steuerung und L. Und bewegt die Sonne einfach dahin ungefähr, wo ich sie haben will. Das kann man natürlich hinterher immer noch anpassen, aber wenn ich hier so lang fliege und mir die Dächer angucke, sage ich jetzt mal, dann kommt das ungefähr hin, was ich so erreichen will. Und alles weitere machen wir dann später. Als nächstes nehme ich hier noch den Vignette-Effekt raus, damit wir ein bisschen mehr sehen. Wenn du das cool findest, lass das ruhig drin. Im Post-Process-Volumen findest du das unten rechts unter Lens oder Image-Effekte, genau, Vignette-Intensity. Und hier ist ein klarer Unterschied. Und das nehme ich jetzt erstmal raus, damit wir mehr sehen. Vielleicht aktivieren wir den später nochmal. Mal schauen. Zusätzlich, um an der Stelle den Horizont ein bisschen zu verschönern, füge ich dann noch einen Hidefog hinzu. Den findest du hier oben links. Und jetzt kann man eigentlich schon suchen nach Hide. Ansonsten findest du den immer unter Visual Effects und dann da. Je nachdem, was du für einen Look erreichen willst, kannst du natürlich die Intensity von deiner Sonne noch ein bisschen anpassen, so ein bisschen Sonnenuntergang oder ein bisschen heller. Ich mach's mal auf 3 und schau mal, wie die Perspektive ausschaut. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Dann kann man, wenn man das alles ein bisschen abdunkeln will, natürlich noch mit dem Skylight arbeiten. Du kannst die Intensität hier natürlich auch runterregeln auf 0,5 oder du kannst die Farbe einfach ein bisschen anpassen. Um dann den gewünschten Effekt zu kriegen. Außerdem kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr ins Blau gehen oder ein bisschen mehr ins Gelb, je nachdem wie du möchtest. Ich lasse jetzt alles so wie es ist und mache hier mal 0,5 oder 0,8, genau. Und dann sieht das Ganze doch schon nicht schlecht aus. Vielleicht lasse ich es genauso, wie es ist erstmal. Okay, wenn du dieselbe Map benutzt wie ich, dann ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass du ja überall diese Post-Process-Outlines hast. Wenn die dich stören, kannst du die unter dem Post-Process-Volumen deaktivieren. Ich meine, du kannst es natürlich dann so direkt rausnehmen, aber im Post-Process-Volumen selber findest du das hier weiter unten unter Post-Process-Materials. Und da kannst du das dann entweder ganz rausnehmen oder entsprechend anpassen, so wie du das brauchst. So, jetzt noch eine kleine Übersicht zum Ablauf der Tutorial-Serie. Ich werde jedes Objekt einmal vorstellen, was wichtig ist, zum Beispiel den Camera Rig Crane. Werde zeigen, was das Objekt für Optionen hat, was man damit machen kann und so weiter. Und dann werden wir dieses Objekt benutzen und dann einen richtigen Shot drehen. Also richtig mit einer Kamera, mit Sequencer und so weiter. Sodass in jedem Tutorial dieser Serie ein kleiner Filmschnipsel produziert wird. Und am Ende setzen wir die dann auch über Sequencer zusammen und exportieren das Ganze als Film. Ja, und er kommt dann natürlich in die Kinos, ist ja klar. Die ganzen Cinematic Tools, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden in der Serie, findest du hier oben links. Die kannst du sofort suchen. Scene irgendwas findest du direkt natürlich hier auch unter Cinematic. Und wenn du den
Place Actors Tab benutzt, dann hier unter Cinematics und dann kannst du es einfach einziehen. Bei einer Umfrage auf Patreon wurde sich als erstes Video in dieser Serie der Kamera Rig Crane gewünscht, deswegen ziehen wir den auch direkt rein. Ja, wie du siehst, ist der Kamera Crane eine simple 1:1 Kopie von richtigen Cinema Tools, sage ich jetzt mal. Das haben wir oft schon im Making-ofs gesehen und so weiter. Da hängt dann vorne noch meistens eine Kamera dran. Auch hier, das zeige ich dir auch noch gleich, wie das geht. Und von den Einstellungen her ist es auch sehr übersichtlich. Wir haben einmal hier Pitch, wir haben Yaw, wir haben die Länge des Arms und wir haben noch einen Lock jeweils für Pitch und Yaw. Aber was das bedeutet, zeige ich dir jetzt gleich, wenn wir die Kamera installieren. Ja, die Kamera holen wir uns auch über die Cinema Tools hier und über die Cinematics, Cine Camera Actor. Der ist dann in der Welt. Die Installation in Anführungsstrichen ist auch ganz easy. Einfach in der Hierarchie drunter packen und dann ausnullen und fertig. So, wenn wir die Kamera installiert haben, können wir den Kran anklicken und dann das gesamte Konstrukt zusammen bewegen. Die Kamera, achte mal drauf, die guckt immer in die gleiche Richtung, egal wo der Kran ist. Und um das zu ändern, kannst du halt dann den entsprechenden Lock hinterlegen, zum Beispiel für Pitch. Und die Ausrichtung hat sich schon geändert, wie du siehst. Und dann wird sich das Ding immer automatisch den Kran anpassen. Außerdem gibt es dasselbe nochmal für Yaw. Ist, denke ich, selbsterklärend. Selbstverständlich kannst du, nachdem du die Kamera installiert hast, den Offset von der Kamera noch entsprechend anpassen. Einfach die Kamera anklicken und dann über den Transform den Offset hinterlegen. Was auch immer das sein mag. Das kann natürlich auch Z sein. Das Ding muss ja nicht unbedingt darunter sein. Geht ja nur darum, dass das durch den Arm gesteuert wird. So, dann starten wir hier mit unserem Crane-Shot. Nicht wundern, für mich habe ich den Exponential Hidewalk erstmal deaktiviert, weil mein Rechner das leider nicht handeln kann. Auch für die Straße werde ich jetzt hier nur rudimentäre Beleuchtung verwenden. Ich habe mir halt gedacht, ein etwas bläulicheres Licht sozusagen, um so ein bisschen noch die Straßenbeleuchtung aufzufangen, das wird reichen. Du kannst natürlich hier reinhauen, was du möchtest. Starten wir einfach mal mit einem Point Light. Und das können wir direkt runterfliegen. Pilot, genau. Ich weiß nicht, hier irgendwo hin. So, das braucht auch nichts Actiges zu sein. Shadows brauchen wir nicht. Und der Radius kann auf jeden Fall ordentlich sein. So. Und dann, was ich 10, 20, machen wir mal 20. Bisschen höher und ein bisschen ins Bläuliche. So, davon dann hier noch eins und dann ist das erstmal gut. So, jetzt unsere Tools, Cine Camera Actor und der Crane. Dann werden die beiden hier noch verbunden. Die Kamera auf 0 setzen, das Ganze ganz grob ausrichten. Wenn du nah rangehst und die Shift-Taste drückst, dann fliegst du mit dem Objekt mit. Und dann gucken wir mal, ob das so passt. Ja. Als nächstes stellen wir unseren Viewport ein. Ich habe immer gerne beide Ansichten nebeneinander und schalte die dann groß, die ich brauche. Das kannst du hier machen, unter Layouts, dann den getrennten Bereich. Wenn das bei dir anders ausschaut, erkläre ich dir kurz, was ist. Hier oben links kannst du einstellen, ob das Ganze kontrolliert werden kann über dein Cinematic-System. Das muss natürlich aus sein. Und die Game View, ob die an oder aus ist. Also hier der ganze Kram, die Gizmos und so weiter, was du so brauchst. Das kannst du hier an- und ausstellen. Das soll links natürlich an sein, deswegen ist Game View aus. Auf der rechten Seite genau das Gegenteil. Da habe ich natürlich die Game View an, weil die ganzen Gizmos und so will ich hier nicht sehen. Und Allow Cinematic Control natürlich an. Außerdem, falls es bei dir ja so aussieht, kannst du über die Perspektive hier den Viewport ändern. Einfach auf Cinematics und hier oben hast du noch ein paar außerordentliche Cinematic-Funktionen. Und es ist hier noch nichts aktiv. Wir sind hier noch in keinem System drin. Was wir jetzt brauchen, ist der Sequencer. Den kannst du hier unten einfach über rechte Maustaste Animation
Level-Sequence dann hinzufügen, beziehungsweise eine Level-Sequence hinzufügen. Und die nenne ich jetzt einfach mal Crane-Sequence. Und wenn wir die dann mit Doppelklick aktivieren, machen wir uns mal ein bisschen mehr Platz hier oben. Da sind wir schon fast good to go. So, da wir ja auf der rechten Seite sehen, was unsere Cinematic-Kameras machen, können wir uns die Ansicht hier sparen. Die ist eigentlich sogar dann noch im Weg, wenn du nicht einen extra Monitor hast. Und wo du das deaktivieren kannst, das zeige ich dir auch nochmal eben ganz kurz. Cam Pre irgendwas, genau. Preview Selected Cameras, genau. Einfach den Haken raus. Dann ist das auch schon mal weg. Wenn es in Richtung Film gehen soll, solltest du in Sequencer 24 FPS einstellen. Außerdem, wenn du den Viewport gerne in Sekunden hast, kannst du das hier unter Showtime as Seconds einstellen. Frames geht natürlich auch, so wie du willst, das kannst du jederzeit dann wechseln. So, jetzt können wir anfangen mit Sequencer zu arbeiten. Die Dinge, die wir verändern wollen, müssen wir dem jetzt hinzufügen, also der Sequenz hinzufügen. Das geht ganz einfach, indem wir einfach alles markieren, was wir brauchen, dann auf Add Track, Actor to Sequencer und dann finden wir hier oben unseren markierten Actor. Es gibt noch weitere Wege, wie man mit Sequencer arbeiten kann. Wir können auch extra Dinge spawnen on the fly und so weiter. Aber dazu dann später mehr, wenn wir uns dann wirklich mal ausschließlich mit Sequencer beschäftigen. Je nach Einstellungen kann es jetzt auch sein, oder je nachdem, wo du hier drauf geklickt hast, dass das jetzt wieder so aussieht. Eben sah es ja anders aus, aber wir haben ja schon gelernt, wie das Ganze funktioniert. Hier musst du jetzt nochmal explizit darauf achten. Du bist jetzt hier zum Beispiel im Pilot-Modus. Das heißt, wenn du jetzt hier dich in dem Viewport bewegst, dann fliegst du mit deiner Kamera rum und meistens willst du das nicht. Deswegen den einfach beenden und hier prüfen, sind die Cinematic Controls an? Ja, sind sie, also wieder raus. Auf der rechten Seite machen wir auch nochmal einen Double Check. Hier ist alles an, die Perspektive ist auf Cinematic, also perfekt. Ich kann jetzt hier ganz normal rumfliegen, wie ich will und auf der rechten Seite sehe ich dann meine Kamera. Hier möchte ich jetzt einmal reinklicken und dann sagen, ich möchte den Camera Cut sehen und jetzt bin ich hier drin. Das heißt, jetzt passiert zwar noch nichts, aber ich kann jetzt zumindest hier steuern, dass die Sequenz gestartet wird und würde jede Änderung, die hier gemacht wurde, dann sehen. Und auf der linken Seite kann ich rumfliegen, wie ich möchte und mir das Ganze nochmal von außen anschauen. Und das ist jetzt das Setup, mit dem ich persönlich am liebsten arbeite, wenn mein Rechner nicht gerade abbraucht. Auf der rechten Seite packen wir noch schnell die Lichter hier in den Ordner, damit es nicht stört. Und dann haben wir nur den ganzen Kram, mit dem wir hier arbeiten unten dran. Damit es für mich immer übersichtlich bleibt, mache ich das auch außerhalb der Tutorials für mich immer so, dass ich alles einklappe, was ich eigentlich gar nicht brauche. Das heißt, die Kamera Component, die brauche ich jetzt erstmal nicht, deswegen wird sie eingeklappt. Hier auf der rechten Seite oben unter dem Crane habe ich nur meine Controls und beim Kamera Actor nur den Transform. Schnell alles ein- und ausklappen kannst du hier auf der rechten Seite immer über das Zahnrad. Collapse und Expand. Sequencer arbeitet mit Keys, das kennst du vielleicht schon aus den Curve Editor Videos von mir oder aus ganz anderen Systemen, das haben ja viele. Und das System ist ganz einfach, ich zeige es dir kurz anhand eines Beispiels. Ich gehe jetzt einfach mal auf Sekunde 1 und füge jetzt einen Key hinzu, den kompletten Transform von der Kamera hier, von dem Camera Actor. Das habe ich hiermit jetzt gemerkt, das kann ich auch immer wieder neu setzen und sozusagen updaten. Und jetzt gehe ich einfach auf Sekunde 4 und drehe die Kamera ein bisschen und setze einen neuen Keyframe. Und wenn die richtige Kamera jetzt hier aktiviert ist, dann kann ich das ablaufen lassen als Sequence und dann passiert eine lineare sozusagen Interpolation von A nach B. Es gibt natürlich hier, also dieses Dreieck bedeutet linear, da können wir kurz nochmal reinsteigen, linear. Wie bei den Curves auch, gibt es natürlich Auto, User, Break und auch Konstant. Du kannst das auch manuell beeinflussen mit Curves, also wie sehr das von A nach B gehen soll, ob es jetzt abbremsen soll und wie sehr es starten soll und so weiter. Aber es wird jetzt leider hier ein bisschen zu weit, sonst würde das Tutorial viel zu lange dauern. Das kommt natürlich nochmal gesondert in einem Sequencer-Video mit rein. Bevor es jetzt losgeht, verlängere ich noch schnell unseren Track, Steuerungstaste und Mausrad zurück, ein bisschen rauszoomen, hier hinten ein bisschen größer ziehen und auch unseren Camera Cut ein bisschen größer ziehen. Wir haben ja hier nur einen und der dauert jetzt insgesamt 10 Sekunden. So, dann starten wir. Zunächst möchte ich meine Startposition hinterlegen. Dazu gehe ich hier auf 0 und speichere hier alle meine Keys ab mit der Position, wie das jetzt gerade ist. Außerdem speichere ich hier noch meinen Transform, ob ich das jetzt hier mache oder da, spielt keine Rolle. Und wenn du zum Beispiel die Crane Arm Length hier
nicht findest, es kann ja alles Mögliche sein, sagen wir mal, du findest irgendwas nicht, dann kannst du das einfach über Track hinzufügen und hast hier auch deine Properties, die du verändern kannst und noch viel mehr, wie du hier siehst. Ja, unsere Startposition ist komplett gesettet, also perfekt. Dann gehen wir jetzt mal auf 8. Und jetzt suche ich mir einfach, und das ist jetzt meine Herangehensweise, meine Endposition aus, gerade wenn es so ein kleiner Shot ist, und justiere dann alles dazwischen. Oder vielleicht ist es ja auch schon perfekt, aber das sehen wir dann. Ich bearbeite erstmal nur den Arm. So, keine Ahnung, machen wir mal so. Gucken wir mal, wo es dann hingeht. Ein bisschen weiter nach. Machen wir mal so. Rechts und ab nach oben. Gucken wir mal, wie es so ist. Ja, vielleicht machen wir mal 30. So, dann setze ich hier ganz wichtig meine Keys. Hopp, richtig gesetzt. Immer schön nacheinander machen, sonst sind die nämlich weg, wie du gesehen hast. Reicht das schon? Machen wir 15, 12. Okay. Nehmen wir das so und noch ein bisschen länger. So, dann haben wir das und dann, jetzt könnte ich natürlich wieder in die Kamera gehen und die drehen oder ich mache das direkt hier. Rotation, ja, bisschen weiter nach rechts. Und wir sehen, wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen und das ist das, was ich eben meinte. So kann man halt schön justieren. Und immer den Key drücken, weil sonst, wenn du das alles einstellst und stellst dann einen anderen ein, dann wird alles zurückgesetzt. Da kann man auch wahnsinnig bei werden. So, schauen wir mal. Ja, ein bisschen zu schnell nach rechts. Das können wir dann nach hinten verschieben. Aber der Move an sich sieht schon ganz gut aus. Genau, also. Dann müssen wir jetzt mal kurz schauen. Was war jetzt nochmal? Ja, ja, war links und rechts, ne? Ja, okay. Ich habe jetzt nichts gesettet, also alles gut. Ja, dann würde ich sagen, schieben wir doch die Grundposition einfach ein bisschen raus auf 2. Und du siehst, dann geht er nicht so schnell nach rechts. Drei Sekunden, also erstmal nach vorne. Und die Ausgangsposition von der Rotation hier. Auch mal hier hin und dann schauen wir. Ja, okay, gucken wir mal. So ein bisschen zu hart der Übergang. Machen wir das einfach mal auf Auto und das hier auch. Wieder zurück auf Start und los. Achso, man kann hier oben auch das Fenster dann vergrößern. Hat jetzt nicht viel gebracht. Beim Supermonitor. Okay, das Ende ist hier vielleicht auch noch mal ein bisschen zu hart. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann lassen wir das erstmal so. Achso, nach dem Absturz muss ich natürlich noch auf 24 stellen und es sind die Sekunden hinterlegt. Ja, Seconds sind drin. Gut. Gut, dann können wir uns noch anschauen, wie das hier ausschaut mit dem Kran. So, brauchen wir noch den Murdoch und die Drohne. Fangen wir mit dem Murdoch an. Dazu brauchen wir den Skeleton Mesh von ihm. Dem können wir dann Animationen zuweisen. Den drehen wir dann auch direkt so Richtung Straße. Das
Gut ist, hier können wir auch dann direkt gucken, wie das aussieht. Der soll dann irgendwie in die Richtung laufen. Ja, das passt schon. Irgendwie von hier aus. Und dann müssen wir nur schauen, wer von beiden jetzt schneller sein soll. Am besten der Murdoch, die Kamera hinterher und dann nach rechts. So, ihn holen wir genauso rein wie alles andere auch. Wir adden eine Run-Animation. Run forward. Und zwar ja, eigentlich die ganze Zeit über. Ja, wunderbar, es geht. Jetzt muss er nur noch nach vorne. Dann nehmen wir dann auch wieder den Transform, speichern den und dann mal gucken, wann wir ihn nicht mehr sehen. Ab hier ist es eigentlich egal, ne? Machen wir so. Ja, müssen wir mal schauen, ob das passt. Ja, ich denke, das reicht. Dann weiß man schon mal, dass er da unten rumgurkt. Dann kommt die Drohne. Dazu machen wir das hier ein bisschen weiter. Sagen wir mal 15. So, das ist alles egal. So, wie ist die Drohne? Ja, das war glaube ich hier. Vehicle, Striker, UAV. Da brauchen wir auch den Skeletal Mesh, vielleicht später für eine Animation. Und dann müssen wir mal schauen, was am geilsten aussieht einfach. Das ist ja glaube ich hier das. Was wir sehen, das ist das erste, ne? Ne, das ist das erste. Zum auffälligsten. Dann soll ich einfach hier richtig hardcore langfliegen. Auch schön tief zwischen den beiden und am besten ein bisschen gedreht, sodass man die Flügel dann besser sieht und vielleicht eine Kurve zu erahnen ist. Und hier müssen wir eigentlich auch nicht viel machen. Der muss halt nur im richtigen Moment da vorbeiflitzen, dann ist halt gut. Ja, gucken wir einfach mal, wann der wo ist. Reicht hier eigentlich schon, ne? Gut. Bringen wir den auch rein. Sonst können wir nichts mit ihm machen und safen hier schon mal. Und dann ja, perfekt. Oder? Ne, so. Vielleicht so. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja, hat er gar nicht genommen, okay. Zweimal der gleiche. So, das bist du.
hin, durch, zack. Und dann gucken. Ui, hab jetzt zwei gemacht. War ein bisschen schnell, ne? Ja, waren zwei übereinander. Alles klar, dann versuchen wir nochmal. Der könnte ein bisschen tiefer sein, ne? Und ein bisschen eher starten. Ah. Vielleicht ein bisschen weiter innen. Ein bisschen weiter innen und ein bisschen tiefer. Und safen. Und der zweite könnte dann passen. Könnte hier schon auftauchen eigentlich, ne? Ja, so vielleicht. Rein und zack. Also. Gut, auf geht's. Ja, alles klar, dann haben wir's. Ja, noch nicht ganz. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Startposition von dem richtig verbuggt ist. Deswegen passen wir das nochmal ein bisschen an. So. Und den ganzen Transform wieder. Und auf geht's. Ja, schon viel besser. Und damit es ein bisschen bedrohlicher ist, machen wir den noch ein bisschen schneller. Das heißt, Zeit, wo der von A nach B kommt, machen wir bedeutend kürzer. Muss vielleicht noch ein bisschen verlängert werden. Ja, muss auch. Noch eine Sekunde. Ja, noch ein bisschen rein. Ja, das reicht aus. Okay, jetzt aber wirklich. Freut mich sehr, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Schreib mir in die Kommentare, was dir gefallen hat. Themenvorschläge, Kritik, hau einfach alles rein. Und abonniere den Kanal, um keine weiteren Serien zu verpassen. Nächsten Sonntag geht es dann weiter mit Teil 2 dieser Serie. Nächsten Mittwoch kommt Teil 2 von meiner Widget-Miniserie, die übrigens auf Patreon schon komplett verfügbar ist. Falls du da Interesse dran hast, komm auch gerne auf Discord vorbei, wenn du eine Frage hast oder mal dein Projekt zeigen willst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.